Einmal tief durchatmen, nochmal die Muskeln aktivieren und ab auf die Startblöcke. Der Startschuss fällt und schon kämpfen die Schwimmstars von morgen bei den Berliner Jahrgangsmeisterschaften um Gold. Für mich bedeutet es sehr viel, denn ich liebe diesen Sport. Ich liebe Schwimmen, denn wenn ich mich im Wasser bewege, dann fühle ich mich einfach frei. Doch wer sind denn überhaupt die Stars von morgen? Die Rede ist natürlich von Mia Junger, Nele Rocho, Janis Kube und Julian Petras. Sie sind die Titelträger der deutschen Meisterschaft im schwimmerischen Mehrkampf. Und natürlich soll es auch heute wieder Edelmetall regnen. Und die Schwimmasse sind schon auf dem besten Weg. Insbesondere Nele Rocho vom Berliner TSC, die in ihrer Trainingshalle allen wortwörtlich davonschwimmt und sich gleich 9-mal zur Berliner Jahrgangsmeisterin krönt. Wenn man da schon sehr viel Abstand hat, dann freut man sich auch. Mir ist es immer so schon richtig cool, wenn ich 50 Meter Abstand habe. Ein weiteres Aushängeschild vom TSC-Nachwuchs ist Mia Junger. Sie entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für diesen Sport. Diesen Eifer zeigte sie nicht nur über ihre Paradestrecke, die 200 Meter Schmetterlingen vom heimischen Publikum, sondern auch vor einigen Wochen bei der DM. Ich finde es ein sehr schöner Titel, denn für mich bedeutet es, dass ich die beste Delfinschwimmerin in ganz Deutschland bin. Und es ist ein schönes Gefühl, so halt überall hinzugehen und ja. Auch Janis Kube, der für die Wasserfreunde Spandau 04 startet, hat gewisse Vorstellungen von diesem Wettkampf. Ich habe halt auch die Chance, wieder neue Bestzeiten zu schwimmen und auch einen Jahrgangsrekord zum Beispiel aufzustellen. Und es macht definitiv auch sehr Spaß hier. Er setzt sein Vorhaben in die Tat um. Über 100 Meter Rücken und einer Zeit von knapp 1 Minute 4 Sekunden schwimmt der Berliner einen neuen Altersklassenrekord. Hinzu kommen noch 6 weitere Goldmedaillen. Ein Wahnsinnserfolg für die Wasserfreunde. Doch die Medaillenjagd geht munter weiter, denn auch Julian Petras, der die Sportschule im Olympiapark besucht, kann mit 9 Bestzeiten überzeugen. Also es ist einfach ein schönes Gefühl, weil man weiß, dass wir jetzt in dem Fall Spandau da sind und dass wir gut trainiert werden und dass wir einfach alles geben. Auf ein letztes: Muskeln aktivieren, ab auf die Startblöcke und schon fällt der Startschuss für die Schwimmstars von morgen bei den Berliner Jahrgangsmeisterschaften.